Heat-Training ist eine Trainingsform für die Ausdauer, wo ihr als VO2 Max am besten könnt, steigern könnt. VO2 Max ist die Sauerstoffkapazität des Körpers, das heisst, wie viel Sauerstoff könnt ihr aufnehmen über die Lunge, wie viel Sauerstoff kann das Blutkörper transportieren und nachher die Muskelzellen verwerten. Also ihr steigert die Kapazität. Heat nicht zu verwechseln mit dem HIIT-Training, vom Krafttraining, steht für High Intensity Interval Training. Also man schafft mit Intervall. Die Intervall sieht so aus. Klassisch ist es 4x4 Minuten, oder laufen, das ist klassisch, oder auf dem Velo arbeiten, und zwar bei 95% bis 97% von eurer HF Max, also von eurer maximalen Herzfrequenz. Ihr seid wirklich voll Pulle dran. Ja. Immer 4 Minuten, drei Zustimmen, 3 Minuten Pause. Das ist die klassische Form. Jetzt für uns Kampfsportler, wir sind nie 4 Minuten voll dran. Wenn wir kämpfen, ist es meistens so, dass wir Aktionen haben, ganz kurze, und zwischendrin können wir uns wieder bewegen und locker bleiben. Darum habe ich eine angepasste Variante für uns Kampfsportler, die sieht so aus. 47 mal 15 Sekunden, wo ihr entweder Seile kumpelt und Sandsack arbeitet, Sprints macht, Stegen laufen oder Velo fahren. Das sind alles Möglichkeiten. Es gilt wieder 95-97% von eurer maximalen Herzfrequenz. Müsst ihr ansteuern. Zwischen hier habt ihr 15 Sekunden Pause. Schlussendlich dauert das Training praktisch gleich lang wie das. Achtung! Euer Körper muss das nicht sehr lange prestieren, so ein Training. Darum macht ihr das mit Abstand von etwa 5 Tagen und nicht länger als 6 Wochen. Sonst ist die Belastung zu hoch für euren Körper, also habt Sorge.